Erinnerst du dich hieran, Harvey? Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Alfred und du hattet gemeinsam Privatunterricht bei Herrn Hornbusch. Der Unterricht beim alten Hornbusch war kotzlangweilig. Und während Alfred brav mitgearbeitet hat, habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Meinst du, wir können dahin zurück, damit ich die Fähigkeit wieder erlerne? Ich denke, das geht klar. Bist du bereit? Ja, Tempo morphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Oh je, ich fürchte, ich erinnere mich wieder. Das hier ist der Mathematikunterricht von Herrn Hornbusch. Er war sehr streng und hatte mich auf dem Kieker. Meinst du? Er sieht ein bisschen aus wie ein Alien aus Star Trek. Ich fürchte, wenn ich nicht aufpasse, sperrt er mich wieder in den Schrank. Dieses Rätsel musst du wohl alleine lösen. Viel Glück, Harvey. Hornbusch erinnert mich ein wenig an den Fisch, den Mattis dir zu Ostern geschenkt hat. Psst, später, Harvey. Du hast ihn das Klo hinuntergespielt. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna. Was steht auf dem Zettel da? Ach, das ist nur eine Nachricht von meinem Vater. Er hat es wieder mal nicht geschafft, die Marmelade fürs Pausenbrot rauszustellen. Wie geht's dir, Edna? Psst, später. Guck dir nur diesen Schnösel an. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna. Lass uns auf Schatzsuche gehen. Später, Harvey. Wir sollten hinaus in die weite Welt. Später, Harvey. Mathe ist ätzend. Lass uns abhauen. Psst, später. Wir müssen dich herausbekommen. Psst, später, Harvey. Edna, Edna, Edna! Heute ist der wärmste Tag des Jahres. Oh nein. Und ich muss hier sitzen und Nummern schubsen. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Edna Konrad, du störst schon wieder den Unterricht. Ich gebe dir hiermit eine Verwarnung. Bei der dritten Verwarnung kommst du in den Schrank, verstanden? Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Da ist ein Loch im Schrank. Psst. Hey Edna, ich habe einen Brief in Hornbuschs Manteltasche entdeckt. Der ist bestimmt Teil einer Verschwörung. Psst. Edna, Edna, Edna! Nein, das kann unmöglich stimmen. Ich habe es gesehen. Das ist unfair. Unfair, unfair, unfair. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht... Ich muss doch sehr bitten. Das ist jetzt schon die zweite Verwarnung, Edna. Wenn du noch ein einziges Mal den Unterricht störst, landest du im Schrank. Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen.
Edna, Edna, Edna! Auf dem Spielplatz gibt es eine neue Rutsche! Was? Dann muss ich dahin! Ich kann nicht riskieren, dass jemand meinen Rekord im Slalomrutschen bricht! Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder... Ich kann nicht gern! Edna! Das war's! Das Maß ist voll! Du kommst jetzt in den Schrank! Na los! Beweg dich! Aber... Keine Widerrede! Kommst du an den Brief dort ran? Klar. Ich kann gar nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel hier drin. Du könntest mir den Brief ja durchs Loch reichen. Dann lese ich ihn für dich. Gute Idee. Das ist ja unglaublich. Der Brief ist von Dr. Marcel an Herrn Hornbusch. Der Doktor zahlt ihm Geld, damit er dich im Unterricht benachteiligt. Außerdem betont er, dass du unter keinen Umständen früher vom Unterricht weg darfst. Besonders dann nicht, und das ist unterstrichen, wenn gutes Wetter ist. Das kann ich kaum glauben. Dr. Marcel führt offenbar schon lange eine persönliche Vendetta gegen mich. Dafür wird er büßen. Das alles kommt mir ein wenig unlogisch vor. Aber ich habe selbst gelesen, schwarz auf weiß. Wir kommen schon noch dahinter. Vielleicht kannst du Herrn Hornbusch bitten, wieder am Unterricht teilzunehmen. Und das aus deinem Munde, Harvey? Wieso? Da draußen können wir viel mehr Unheil anrichten. Auch wieder wahr. Herr Hornbusch! Ist das da die Handschrift von deinem Vater auf dem Zettel? Ja, wieso? Es ist nur ein kleines Memo über mein Pausenbrot. Nun, wie wäre es... wenn wir einen eigenen Zettel an Herrn Hornbusch formulieren. Im Namen deines Vaters. Du meinst, wir fälschen seine Handschrift? Wir borgen sie uns nur. Immerhin hast du hier Zeit genug, sie zu üben. Oder hast du etwa etwas Besseres vor? Du hast recht. Das klingt wirklich nach einer guten Idee. Vielleicht schaffe ich es dann ja doch noch, das Wetter zu genießen. So hast du damals gelernt, Unterschriften zu fälschen. Mit der Zeit wurdest du so gut, dass du jede beliebige Unterschrift imitieren konntest. Nur vom Draufgucken. Ja, ich glaube, ich könnte das immer noch. Ich hoffe sehr, dass mir das weiterhilft. Dieser Klassenraum zählte nicht gerade zu meinen Lieblingserinnerungen. Ja, ich glaube, diese Unterschrift könnte ich lernen. Etwas später. Das sollte reichen. Ich kann die Unterschrift jetzt perfekt imitieren. Loser. Ja.
Sehr gute Idee. Ich unterzeichne den Wisch einfach im Namen von Dr. Marcel. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Sehr gut. Setzen Sie sich bitte zu den anderen, ja? So, wenn wir dann soweit sind, möchten Sie denn als neues Mitglied der Runde beginnen? Ich würde mir lieber erst einmal ansehen, wie das hier abläuft. Na gut, dann machen wir doch besser da weiter, wo wir aufgehört haben. Poki, stellen Sie sich nochmal vor. Ja, na gut. Also, ich bin Poki. Und ich war so wahnsinnig zu glauben, ich könne ein Computer-Adventure-Spiel in nur wenigen Monaten mit nur einer Handvoll Mithelfern programmieren und gleichzeitig noch die über 100 Hintergründe zeichnen und alle Animationen und in der Zeit noch meine Diplomarbeit schreiben. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Vorletzter ausgewählt. Als Vorletzter? Sehr interessant. Nächste Frage. Was hätte Ihr Haustier für eine Farbe gehabt, wenn es ein Huhn gewesen wäre? Ocker. Ocker? So. Der Fall ist klar. Sie leiden unter Größenwahn. Puh. Danke. Ich glaube, jetzt bin ich geheilt. Was? Das soll die Therapie sein? Probier's aus. Es hilft ungemein. Wären wir dann soweit? Was ich? Ja, meinetwegen. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal der Gruppe vor. Wenn's sein muss... Hallo, Gruppe. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Zweites ausgewählt. Als Zweites? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Grün. Grün. So. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Oh, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Oh. Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Ich bin schon weg. Nicht so schnell, kleines Fräulein hier, nicht? Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiel... Müsstest du das nicht? Ich bekomme nicht... Aber offensichtlich steht ja die ganze Puh... Es ist nur... Ich? Ist ja schon gut. So verkehrt wird das schon nicht sein. So. Und hier... Das habe ich wohl vermasselt.
Willst du diesen siffigen Wasserbecher? Kann man ihn auch als einen Eierbecher für Dino-Eier einsetzen? Klar. Dann nehme ich ihn. Und? Kriege ich nichts als Gegenleistung? Wie soll denn die Gegenleistung für eine siffige Wasserbecker aussehen? Eine kaputte Snusenkel? Eine Knollspinweben? Eine Telekom-Aktie? Weißt du was? Behalt ihn einfach. So, so, du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern, wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als Erster. Was denn sonst? Ha! Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen Hund. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Na ja. Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Rot. Wow. Du hast recht. Ich fühle mich plötzlich so. So verstanden. Und alles ist plötzlich viel klarer. Ja. Ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es wohl lieber ruhig angehen lassen. Nicht alles muss meine Kontrolle unternehmen. Genau. Hey. Danke. Du hast sehr geholfen. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Komm oder da. Kopf. Zahl. Tja, passt. Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern. Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Ich ziehe dann mal wieder von da. Tschüss.